Wir kommen zum zweiten Teil unseres SACOM-Stiftungsforum. Und zwar geht es zum einen erstmal um die Kurzreports aus den Gruppen. Und wir haben ja eine Gruppe weniger. Sagen, wenn wir so 3-4 Minuten aus jeder Gruppe kriegen könnten, das wäre schon mal ganz gut. Knochensarkome, wollt ihr anfangen? Genau, Timo und ich stellen kurz die Ergebnisse der AG Knochensarkome vor. Wir haben hier zwei Blöcke. Das eine ist das Thema Leitlinien und Evidenz. Da haben wir zumindest einen Erfolg für die AG und nach außen, glaube ich, auch schön sichtbar, dass wir jetzt die Onkopedia-Leitlinie Osteosarkome mit Mitarbeitern der AG im letzten Jahr dann konzertiert haben und die ist seit Januar online in deutscher und in englischer Sprache. Und eine der großen Zielsetzungen für die Arbeitsgruppe war ja auch, eine S3-Leitlinie auf den Weg zu bringen, ähnlich wie bei den Weichgewebesarkomen. Da hatten wir Vorgespräche geführt mit Herrn Vollmann von der Deutschen Krebsgesellschaft, um da mal vorzufühlen, wie das wahrgenommen werden könnte im Sinne einer möglichen Förderung. Und da gilt es eben darzustellen, dass die Knochensarkome kein Appendix sind für die Weichgewebesarkome, sondern eigentlich eine eigenständige Leitlinie verdienen. Das müssen wir im Rahmen eines Vorantrags entsprechend darstellen. Ich glaube, da haben wir gute Argumente. Da sind wir jetzt dabei, das vorzubereiten. Und dann geht es auch darum zu sehen, wie man es dann auch umsetzt, eine Koordinatorenstelle, wenn das gefördert wird, dann auch zu definieren. Denn da ist viel Zuarbeit notwendig. Ich glaube, Peter und auch Herr Hohenberger aus der Erfahrung der Weichgewebesarkome, es ist unfassbar viel Arbeit. Also da müssen wir sehen, wie wir da die Kräfte bündeln. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Timo? Genau, und dann der zweite Teil, den wir heute besprochen haben, war so ein bisschen, wie wir mit der Knochensarkome weitergehen. Es gibt ja in der Knochensarkom-Landschaft in Deutschland mehrere Gruppen, die bereits etabliert sind. Und es gibt, wenn nicht berechtigte, zumindest verständliche Bedenken von diesen Gruppen, inwiefern eine neue Struktur dann versuchen würde, irgendwas zu ersetzen oder in einem Bereich, wo andere schon seit Jahrzehnten sehr exzellente Arbeit geleistet haben, dann irgendwie doch sich einzumischen. Wir haben jetzt wiederholt betont, dass das nicht unsere Zielsetzung ist, sondern dass wir auch mit den etablierten Gruppen und die drei, die wir heute besprochen haben, war ja die Arbeitsgemeinschaft Knochentumoren e.V., die KES und die KOS-Gruppen, dass wir eine ganz andere Zielstellung verfolgen wollen und dass wir auch versuchen wollen würden, die verschiedenen Partner einfach mal zusammenzubringen, um ein bisschen was voranzukommen. Eine von den Sachen, die wir besprochen haben, ist, dass es durchaus von Seiten der Patientinnen und der Patientenvertreterinnen, durchaus ein Bedarf besteht an Informationsmaterialien, an Fortbildungsveranstaltungen. Und da wäre eine gemeinsame Plattform, wo die bisher etablierten Gruppen zusammenkommen, durchaus vielleicht sinnvoll, um diese Bedürfnisse halt ein bisschen besser abzudenken. Wir hatten viele relevante Impulse mitgenommen, die wir auch anhand von konkreten Schritten, die wir in den nächsten Monaten verfolgen wollen, weitermachen werden. Es gab einen Appell an alle Beteiligten, alle Interessierte, dass im Rahmen der AG jetzt auch einfach eine Diskussion stattfindet, wo sind die Bedürfnisse und wer hat Ideen, wie die am besten halt, ohne dass wir neue Plattformen, neue Strukturen schaffen, synergistisch mit den bestehenden Strukturen vielleicht besser abdecken. Und ich denke, da sind wir erstmal heute, wir haben ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Gibt es noch? Gibt es eventuell Fragen noch, Ergänzungen dazu? Kann nur noch mal sagen, ich hatte ja vorhin noch mal die strategischen Ziele auch referiert von dem Patientenbereich und dort ist das Thema Knochensarkome tatsächlich auch noch mal als eigenes strategisches Ziel aufgeführt, weil wir eben in der Diskussion tatsächlich auch gemerkt haben, dass da enorme Defizite sind, was gerade das ganze Thema Information und Aufklärung angeht. Also das deckt sich absolut. Also wir haben auch festgestellt, die zertifizierten Sarkomzentren für Knochenmodul sind auch so gar nicht auffindbar auf der Website. Ja. Also das heißt, es sind wirklich
jetzt grundlegende Arbeiten notwendig, um dieses Thema hier auch entsprechend ähnlich wie die Weichgewebssarkome zu präsentieren. Okay, super, vielen Dank. Dann haben wir die zweite Arbeitsgruppe, Peter. Ja, Günsarkome war eine kleine Gruppe. Ich hatte zunächst referiert, dass wir da noch so ein bisschen in der, sagen wir mal, politischen Findungsphase sind. Gibt ja durchaus, sagen wir mal, Berührungsaspekte, die man erstmal aufarbeiten muss. Ich glaube, hier sind wir einen ganz guten Schritt weitergekommen, hier gemeinsame Interessen zu definieren und das Stadium der Konkurrenz- und Nicht-Kooperationsfähigkeit doch, glaube ich, ganz fruchtbar dabei sind zu überwinden. Kurz ein paar Projektschilderungen. Wir haben gemeinsam mit den Gynäkologen, in dem Fall die NOGO, also Professor Sehuli und viele Mitarbeiterinnen und die Deutsche Sarkom-Stiftung, vor kurzem gemeinsamen Gyn-Onko-Gyn-Sarkom-Studientag durchgeführt. Das war ein halbtägiges virtuelles Event, Hälfte für KollegInnen und Hälfte für PatientInnen, mit einer sehr breiten Resonanz, Vorträge zu laufenden, also zu Therapiestandards und zu laufenden Studien, sowohl Gyn-Onko-Studien als eben auch Sarkom-Studien, dann mit Fokus eben auch auf gynäkologische Sarkome. Das war, wie gesagt, so eine gemeinschaftsbildende Aktion, die gut funktioniert hat. Wie gesagt, die Resonanz war sehr breit. Und ich glaube, wir sind hier in der gemeinsamen Strategiefindung einen guten Schritt weitergekommen. Die Gynäkologen haben ja ein sehr aktives Gyn-Sarkom-Register, REXA, mit inzwischen Größenordnung 1500 eingegebenen Patientinnen. Das ist sehr beachtenswert. Auch hierzu haben wir uns getroffen in kleiner Gruppe. Herr Sehuli und ich, wir haben hier Synergien diskutiert, überlegt, inwieweit man hier gegebenenfalls gemeinsam vorankommt. Eine wie auch immer geartete diesbezügliche gemeinsame Aktivierung dann auch mit dem GISA-Register. Da gibt es sicherlich noch Fragen zu klären, aber das grundsätzliche Interesse ist vorhanden. Gibt da jetzt mit dem Fokus auf das ganz schwierige, man möchte fast sagen leidige Thema Morcellement eine erste Auswertung. Wir haben da jetzt eine gemeinsame, also ich bin da nur mitbeteiligt, aber eine Auswertung gemacht, das auch jetzt beim ASCO eingereicht. Frau Rösler aus der Gruppe von Herrn Sehuli hat es gemacht. Also auch hier gibt es Kooperationsbemühungen. Und aus dem heraus gab es ja jetzt einen Antrag für den Forschungsförderpreis, der, ich sage es mal ganz persönlich gefärbt, leider jetzt nicht gewonnen hat. Aber das ist, wie gesagt, jetzt natürlich eine sehr persönlich gebiaste Meinung. Aufbau eines nationalen Zweitmeinungsportals für den ganzen schwierigen Kontext, Morcellement etc. Wie gesagt, glaube ich, das schon vorweg zu verraten zu dürfen, das hat jetzt den Preis nicht bekommen. Wir wollen trotzdem in der Richtung versuchen, voranzuschreiten. Und in der Kleingruppe, wie wir vorher zusammensaßen, war also auch von den hier Beteiligten überwiegend medizinischen OnkologInnen das Interesse groß, in der Richtung aktiv zu werden. Ich habe gesagt, dass wir das weiter verfolgen und ich berichten werde, inwieweit wir hier gegebenenfalls zu einer gemeinsamen Aktivität kommen. Es ist ganz klar, die Gynäkologen sind für diese Themen die primären Ansprechpartner. So ist es halt, wenn eine ältere Frau postmenopausal massive Blutungen entwickelt, geht die zum Frauenarzt und nicht zum Onkologen. Das ist einfach so und ja auch richtig so. Das heißt, hier müssen wir versuchen, irgendwie dann ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, die Gynäkologen können von unseren multimodalen Therapieerfahrungen sehr viel lernen. Präoperative Histologie ist eigentlich eher kein Standard, also Standard ist nicht zu machen. Multimodale Therapie ist jetzt auch nicht so breit entwickelt wie bei uns. Andererseits sind die sehr gut organisiert und wie gesagt, haben hier 1500 Fälle zusammengetragen, muss man auch erstmal anerkennen. Also ich glaube, es gibt Möglichkeiten, hier fruchtbar zusammenzuarbeiten. Es gibt auch ein
breites Interesse seitens der Patientenvertretung für diese natürlich dann logischerweise Patientinnen mehr zu tun. Wir haben viele Anfragen. Karin Arndt war übrigens bei dem Studientag auch vertreten und hat da Beispiele gezeigt, wie es vielleicht nicht laufen sollte, was durchaus auch viele zum Nachdenken gebracht hat. Also das ist ein großer Need und ich glaube, wir sind hier auf einem ganz guten Weg, die Dinge voranzubringen. Es gab dann zwei, wenn man so will, Spin-off-Ideen, die jetzt mit der AG Gyn Sarkome eigentlich zunächst mal nichts oder eines indirekt und das andere nichts zu tun haben. Trotzdem sind die sehr spannend, die wollen wir auch voranbringen, will sie kurz vorstellen. Es kam dann die Frage auf, ja, ist es, wie ist es eigentlich, erinnern an den einen Fall von Grad, mit den Karzinosarkomen. Und wir kamen zu dem Schluss, dass das irgendwo so die vergessene Entität ist. Ist sicher kein reines Sarkom, aber ist halt auch kein klassisches Karzinom. Die Datenlage aus der Literatur ist dürftig, erratisch, kontrovers. Und wir haben dann gesagt, gut, die sollten wir vielleicht auch sammeln und da tätig werden. GISA wäre dann natürlich ein elegantes Instrument, das zu machen. Und wir sind dann im Sinne des Spin-offs natürlich logischerweise zu dem Schluss gekommen, dass es Karzinosarkome nicht nur am weiblichen Genitale, sondern an vielen anderen Stellen, insbesondere auch in der Lunge gibt. Das ist durchaus ein Thema. Wir haben damit relativ viel zu tun mit Karzinosarkomen der Lunge, weil wir da gerne angefragt werden. Und da kam die Idee auf, ob man sich dieses Themas, also Karzinosarkom, unabhängig von der anatomischen Lokalität, vielleicht doch etwas systematisch annimmt. Und wie gesagt, GISA wäre da ein Instrument. Wir haben es mal offen gelassen, sind da sozusagen noch in der Findung. Also wer an dem Thema Interesse hätte und sagen möchte, ja, super, ist mein Ding, da möchte ich gerne tätig werden, kann sich wegen Integration in GISA, Daniel haben wir jetzt nicht besprochen, aber kann sich sicherlich an dich wenden, um da vielleicht was auf die Beine zu stellen. Und ganz wichtig natürlich auch die Pathologie. Da gibt es sicherlich viel zu tun. Wir haben jetzt noch kein fertiges Konzept, logischerweise, aber die Idee ist da, Karzinosarkome. Wir hatten vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, ja auch hier eine Session dazu, die eigentlich auch alle nur mit großen Fragezeichen in den Augen zurückgelassen hat. Also da gibt es viel zu tun. Das nur so als Anregung. Ich glaube, das sollten wir aufgreifen. Daniel, direkt dazu. GISA ist das mit drin, quasi, dass also wir haben es bewusst so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, da können alle Patienten mit Sarkomen oder auch mit jeder Art von Mischtumor aufgenommen werden. Das ist richtig eine potenzielle Geschichte. Das heißt also, wenn jemand Interesse hätte, da irgendwas zu machen, einen Förderantrag zu stellen oder sowas, also wir sind total froh über alle Leute, die da irgendwie mitmachen wollen. Und also grundsätzlich die Möglichkeit, alles dort zu dokumentieren, ist da und auszuwerten. Also ja, ist von vornherein so aufgesetzt. Genau, prima. Vielen Dank für die Klarstellung. Also wie gesagt, ist glaube ich ein sehr komplexes Thema, aber vielleicht findet sich ja irgendwie heute Abend zwischen dem einen oder anderen Glas so die aktive Karzinosarkom-Gruppe und wir können da vorankommen. Also ein wichtiges Thema. Das zweite Spin-off kam dann so am Rande da noch mit auf. Da gab es dann interessanterweise die Rückmeldung von Adet aus eurer Awareness-Gruppe, was denn wer da gleich berichten wird, dass es da ähnliche Überlegungen gab. Ich persönlich bin überzeugt und würde das auch definitiv voranbringen wollen, jetzt nicht persönlich, aber dafür sorgen, dass es auf den Weg kommt. Wir brauchen, da waren wir uns einig und ich glaube, da sind wir uns mehr oder minder hoffentlich alle einig, wir brauchen ein, ich nenne es mal hochtrabend, nationales Tumorboard für Ultra-Rare-Sarkomas. Das kann wie auch immer funktionieren, einmal im Monat, da können alle dabei sein, die wollen und wer dann Fall vorstellen möchte, kann das machen. Wie wir es technisch umsetzen, das bleibt noch zu klären, aber ich glaube, die Notwendigkeit ist da. Wir haben den Einfall heute früh gehabt mit dem Epitheloiden-Sarkom an einer schwierigen Lokalisation. Manche von uns haben sowas schon einmal, vielleicht auch dreimal gesehen. Viele haben es vielleicht zumindest in der Lokalisation noch nicht so gesehen. Es gibt einfach sehr seltene Einzelfälle, wo wir selbst jetzt in dem Auditorium vielleicht eine Handvoll pro Jahr zusammenbringen. Und da müssen wir ein Forum schaffen, diese Fälle zu diskutieren.
Und deshalb würde ich maximal dafür votieren, dass wir das etablieren, also das nationale Ultra-Rare-Sarcoma-Board. Frau Augustin hat sich spontan gemeldet im Sinne von, ja, wer Sie interessiert, könnte sozusagen die Technik von Ihrer Institution aus organisieren. Da ist nichts entschieden, aber mal vielen Dank für die Interessensbekundung. Da sollten wir dranbleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was jetzt mit Gyn-Onco nichts zu tun hat, aber was wir unbedingt voranbringen wollen. Danke. Wir hatten mit der Frau Sintermann jetzt nochmal nachgeschaut, gemeinsame Zusammenarbeit in der AG Gyn. Und was in der Luft hing, war die Broschüre Sarkome der Frau mit der Finanzierung. Da ist vielleicht die Idee, vielleicht findet sich irgendwo ein Sponsorpartner, den wir da ansprechen könnten. Also Professor Seuli schafft es wohl nicht, irgendwie Knete herzuholen. Und ist für genau den Bereich auch ein ganz wichtiges Instrument, was wir jetzt in der alten Fassung immer noch versenden. Ja, gut, vielen Dank. So, dritte Arbeitsgruppe ist schon unterwegs. Jens? Ja, hallo. Also ich glaube, wir können klar sagen, die AG Lokaltherapie ist, glaube ich, eher eine Kommunikationsplattform an sich mal, weil wir gemerkt haben, dass es viele Einzelideen gibt, die auch Partner auch an verschiedenen Zentren brauchen. Und deswegen ist diese Zusammenführung der Sarkomzentren sehr wichtig, auch für die einzelnen Aspekte. Und das sieht man, wird man dann sehen an drei Projekten, die mit aufgezogen werden sollen oder die so als Ideen kamen. Das eine ist der Markus Albertsmeier federführend und auch Matthias Schwarzbach zum Beispiel. Wir hatten so Fragestellungen der retroperitonealen Sarkome, so ähnlich wie wir es heute Morgen hatten, für die Urosarkome, so Fallbeispiele, wo wir eben, ich sag mal, schwimmen oder unklare oder unterschiedliche Entscheidungen treffen, auch in den Tumorboards. Da geht es, ich will jetzt nicht sagen Cutting Edge oder um spezifische Fragestellungen, so aus, bei den retroperitonealen Sarkomen. Das ist eine. Das zweite ist so ein Thema. Wir hatten, das stellt der Florian Bösch morgen vor, haben wir eine Vorstellung für die technischen Aspekte der Resektion. Daher kam noch ein Folgeprojekt, das wird die Anna Dupré aus Hamburg weiterführen, aber jeweils so unter der Kommunikationsplattform und möglichst unter der Beteiligung der Zertifizierten und auch der anderen Zentren. Da wird es gehen um die eigentlich Technik und mit dem Fokus auf Wundheilungsstörung oder überhaupt diesen Aspekt der auch dann eventuell notwendigen plastischen Chirurgie etc. Das ist das Zweite, was kommt. Und im Nachgang und dabei kam eine Diskussion, wir haben, glaube ich, einen Strahlentherapeuten gehabt und ich habe mir nicht den Namen gemerkt, peinlicherweise, der Kollege aus der Charité. Verzeihung, ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Der Herr Rohani hatte noch den Aspekt eigentlich jetzt gerade, wo wir die, ich sag mal, nicht klare Indikation Strahlentherapie, retroperitonale Sarkoma haben, in dem Bereich auch nochmal eingehen, für die Lokaltherapie gerade zu gucken und das vielleicht auch nochmal mit den Zentren in ein Projekt reinzugießen. Das waren die Dinge, die rauskommen. Ich glaube, die Studien, das war so die Aussage, würden eher unter GESG-Label fallen. Deswegen ist es eigentlich der, ich will mal sagen, die Anfrage eigentlich an die Stiftung insgesamt da, ich will mal sagen, klare Verhältnisse auch zu schaffen, weil die AG Lokaltherapie trifft sich hier zum Beispiel, hat noch nicht mal die Fördermitgliedschaft als Voraussetzung oder ähnlich, also gar nicht als, also wir müssen es einfach entwickeln, weil das ist jetzt eine Ideenplattform im Moment, wo wir auch noch nicht mal richtig einsteigen können wie in der GSG, wo wir sagen, das ist ein Verein, wo wir die Studien durchführen und unterstützen oder eine Studienorganisation oder eine Studienzentrale und da fehlt es an der formalen Struktur, die ganz klar entwickelt werden muss, weil dann ist es nämlich, glaube ich, so können wir uns hier treffen, können die Idee entwickeln und dann ist der Einstieg in die Projekte sehr viel einfacher. Genau. Vielen Dank. Fragen? So, dann haben wir die letzte Gruppe, Thema Awareness. Das macht die Katrin. Genau, vielen Dank. Ich darf kurz vorstellen, was wir heute besprochen haben zum Thema Awareness. Ich muss sagen, ganz besonders hat mich gefreut, dass wir zwar eine kleine und feine Gruppe waren, aber doch sehr gemischt von den, vom Hintergrund her. Also wir hatten Patienten, Patientenvertreter, wir hatten die Medizin, die Pflege, die Industrie, wir hatten Studierende. Und ich glaube, das spiegelt recht gut wider, wie wir das ganze Thema Awareness auch angehen müssen, nämlich genau mit unterschiedlichen Blickwinkeln und alle zusammen.
Wir sind natürlich nicht mit einem fertigen Konzept rausgegangen, aber wir sind uns in einigen Punkten sehr einig gewesen, ein paar Rahmenbedingungen. Ganz klar war für alle Beteiligten, dass wir nicht in die Breite gehen wollen, im Sinne von einer breite Publikumskampagne. Also wir wollen uns nicht in die Fußgängerzone stellen und jedem erklären, was ein Sarkom ist. Das ist wenig zielführend, sehr ressourcenverschwendend. Diese Möglichkeiten haben wir schlicht und ergreifend nicht. Deswegen müssen wir uns sehr genau überlegen, mit wem wir sprechen bzw. was wir kommunizieren. Was uns auch sehr klar war in der Diskussion, ist, welche Botschaft ankommen soll. Und das ist vor allem dieses Thema, Sarkome gehören in Expertenhände. Also dass die Patienten sehr schnell in Fachzentren überführt werden müssen, um wirklich tatsächlich auch einen Vorteil für die Patienten zu schaffen, im Sinne letztendlich natürlich auch von Überleben und Prognose. Beim Thema Zielgruppen wird es ein bisschen komplexer. Das ist, glaube ich, auch das, wo wir noch mal sehr genau reinschauen müssen, mit wem wir reden, was wir kommunizieren. Aber ein paar Eckpunkte haben wir festgelegt. Ein großes Thema war das Thema Studium. Auch das Feedback war hier, dass Sarkome im Studium zum Teil überhaupt nicht fällt, der Name überhaupt nicht fällt. Das ist ein Ansatzpunkt, den wir uns sicherlich noch mal genauer anschauen wollen. Das Thema medizinische Erstkontakte, also da, wo die Patienten als erstes aufschlagen, dass zumindest ein Bewusstsein dafür da ist, dass es die Erkrankung gibt und dass man da genauer drauf schauen muss. Und dann natürlich verschiedene Fachgruppen, da wurden dann genannt die Pathologie, die Chirurgie, die Radiologie, aber das ist sicherlich was wir nochmal im Detail besprechen müssen und auch hinterfragen müssen, wo denn die Defizite und die Probleme liegen. Ein Punkt, den ich hier nochmal betonen will, weil wir hier alle auch so zusammensitzen und wir sicherlich einige Vertreter auch aus den Sarkomzentren haben, was ich eingangs schon gesagt habe, wir müssen hier an einem Strang ziehen und das Netzwerk der Sarkomzentren nutzen, also sprich unsere Kontakte mit Ihnen, Ihre Kontakte, die Sie zu den Zuweisern, zu den niedergelassenen Praxen haben, da brauchen wir ganz klar Ihre Unterstützung und Ihr Commitment, dass wir unsere Botschaft in die Breite tragen können, dass sie auch wirklich beim Patienten ankommen. Last but not least, ein wichtiger Punkt, den wir ebenfalls noch identifiziert haben, sind die Sarkomgruppen in den Zentren. Da haben wir ja heute die erste Vertreterin mit der Elke mit dabei in Essen. Das kann ein ganz wichtiger Punkt werden als, nennen wir es mal Kommunikationsknotenpunkt, um die Patienten anzuziehen, um ihnen auch einen Mehrwert zu bieten, nicht nur die Behandlung im Zentrum zu machen, sondern auch die Kontakte mit den Patienten, mit anderen Betroffenen zu knüpfen. Vielen Dank. Ja, soweit mal die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich denke, was hier noch mal ganz klar rüberkam, ist, dass wir auch bei künftigen Sarkom-Konferenzen diese Interaktivität, dieses gemeinsame Erarbeiten von Dingen, dass wir das unbedingt brauchen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wichtige Erkenntnis. Aber auch, das wurde jetzt mehrfach, glaube ich, von den Arbeitsgruppen auch angesprochen, dieses Netzwerk der Sarkomzentren künftig einfach auch noch besser zu nutzen, in Kooperation, in gemeinsamen Aktivitäten. Ich glaube, das ist ein Schlüssel für die nächsten Jahre, diese Kooperation zwischen den Sarkomzentren mit der Deutschen Sarkomstiftung. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Also ganz herzlichen Dank nochmal für das Engagement und für die Arbeit in den einzelnen Gruppen.